So, all right, we are anyhow a little bit late, but I think we should start. Wir haben, ich werde Deutsch sprechen, das hatten wir jetzt hier untereinander so verabredet. An den drei Präsentationen von realisierten oder auch noch in Realisierung befindlichen Projekten aus den letzten Jahren soll das Feld der möglichen Beiträge durch Kunst oder Aktivitäten mit künstlerischen Mitteln abgesteckt werden. Das haben wir uns vorgenommen für diese Session. Also deswegen werden Sie drei Präsentationen von Künstlerinnen, Künstlern hören, die wir, über die wir dann vielleicht zum Schluss auch kurz noch miteinander sprechen können. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich gerade aufgrund der Diskussion, die ich hier gestern mitbekommen habe, doch kann sie da leider davon nicht befreien. Vier Vorbemerkungen zur Einordnung, in welchem Segment der Kunst, wenn man so will, wir uns mit den folgenden drei Präsentationen bewegen, damit Sie das besser einschätzen können. Zu vier Begriffen, die hier eine Rolle gespielt haben. Erstens Autonomie, Autonomie der Kunst. Die Autonomie des Künstlers, der Künstlerin, denke ich, kann unbestritten sein, kann auch nicht bestritten werden. Aber Autonomie der Kunst führt letztlich zur Autoreferenzialität als dogmatisches Kriterium und lässt allein, wenn man darüber weiter nachdenkt, die Radikalisierung der Subjektivität, der subjektiven Sicht auf die Welt und die Radikalisierung der Individualität für Künstler, Künstlerinnen übrig. Diese Verengung für künstlerische Arbeit auf den individuellen, jeweils individuellen Horizont halte ich für eine Sackgasse westlicher Kultur. Ich weise dabei hin auf eine Resolution, die wir, die Rektoren der Kunsthochschulen der Bundesrepublik, im November gefasst haben, Kopien liegen draußen, über die Eigenständigkeit der Disziplin Kunst oder auch Gestaltung. Achten Sie bitte darauf, diese feine Differenzierung zwischen Autonomie und Eigenständigkeit der Disziplin. Wenn Sie so wollen, denken Sie drüber nach. Im Grunde genommen beansprucht jede Wissenschaft für sich diese Art von Eigenständigkeit und eine Reihe von Forschern, die ich auch kennengelernt habe, ohne dass das diskutiert wird, beanspruchen auch eine sehr radikale Autonomie, die manchmal sehr viel Geld kostet, ohne dass im Grunde genommen die Technokratiediskussion aktualisiert ist. So, das nur kurze Bemerkung zur Autonomie. Die zweite Vorbemerkung zum Thema, leider kann ich das nicht länger ausführen, aber das müssen Sie jetzt mal so als Hinweis erstmal stehen lassen. Genauso die drei anderen Punkte. Zweite ist Komplexität. Mehrfach ist gestern von der Komplexität als aktuelle Herausforderung die Rede gewesen und auch von der Notwendigkeit, interdisziplinäre Kommunikation, multidisziplinäre Kooperation und transdisziplinäre Aufgaben anzugehen. Auch dazu will ich nicht weiter sprechen. Sie merken aus dieser feinen Differenzierung, dass das ein sehr vielfältiges Feld ist, aber im Grunde genommen genau diese Herausforderungen, die wir spüren, die in unserer Zeit liegen, im Grunde genommen auch alle, die sich irgendwie in der Gesellschaft befinden wollen, zwingen, sich über ihren Horizont hinaus zu beschäftigen. Das ist nicht allein ein Privileg der Künstler, sich über die Konventionen, die geschlossenen Türen, die Wände, mit denen wir hier zu tun haben, die zu durchbrechen sind, über die hinauszuschauen ist. Das ist nicht allein ein Privileg der Künstler, sondern das geht uns alle an. Das Dritte zum Begriff öffentlicher Raum. Der öffentliche Raum, natürlich ist das ein Synonym für alles Mögliche, darüber ist gesprochen worden. Aber ein Punkt, denke ich, ist sehr wichtig, dass ich glaube, als jemand, der sich viel mit Städten auf der ganzen Welt beschäftigt hat, dass es eigentlich keine Orte mehr in den Städten gibt, die nicht in irgendeiner Weise betroffen sind von der Globalisierung. Deswegen benutze ich schon seit vielen Jahren diesen Begriff glokal, also diese Mischung aus global und lokal. Aber dabei ist festzustellen, das ist jedenfalls meine Entdeckung, dass der Gestaltungsspielraum
das heißt die Herstellung oder die Veränderung der humanen Bedingungen unseres Lebensraums in den Städten, auf lokaler Ebene vollkommen unterschätzt wird, dass der im Grunde genommen sehr viel stärker ist. Es gibt, vorhin wurde das auch zitiert, Bourdieu, sehr schönes Zitat, also einen ortslosen Menschen gibt es eigentlich nicht, weil das, wo man ist, da ist der Ort, da, wo man ist, da agiert man auch, weil man dort ist. So, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass das internationale Expertenwesen genau zu einer Art translokalen Identität führt, nämlich eine Identität, die eben mobil ist. Also das zum Thema öffentlichen Raum. Und der vierte noch zu den Konflikten, den öffentlichen Raum als Präsentation von Konflikten. Auch das ist vollkommen klar, das ist in unserer ganzen Menschheitsgeschichte, wenn es Konflikte gab, dann wurden sie in irgendeiner Weise immer manifest im öffentlichen Raum oder in der öffentlichen Sphäre, um es nicht nur so eng auf diesen physisch anmutenden Begriff zu stellen. Nun ist aber hier, und das ist sehr wichtig auch, die drei Beispiele, die ich Ihnen zeigen werde, sind von Anfang an aus der Kooperation zwischen Staat und Künstlern entstanden. Das heißt, es sind keine Konflikte hier der Ausgangspunkt, die aus Opposition gegenüber die herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen her entstehen, wie sie überall momentan auch immer wieder auf der Welt passieren und auch ein Faszinieren und Künstler auch immer wieder da eine Rolle spielen, mal mehr, mal weniger. Nein, hier sind es gesellschaftliche Herausforderungen, die durch die Kooperation mit Künstlern in einer bestimmten Form angegangen worden sind. Das heißt also da auch nur der Hinweis, bitte das nicht verwechseln, weil sonst kommt man zu vollkommen falschen Einschätzung. Okay, das als Vorbemerkung. Nun bitte ich die erste Präsentation von Serafina Lenz. Darf sie vorstellen? Ja, du kriegst auch ein Namensschild. Serafina Lenz hat Bildhauerei in Münster studiert und ist dann aber bald nach dem Studium nach Berlin gekommen, wo sie nun seit wann genau? Naja, 10 Jahre. 97. Tätig ist. Sie hat verschiedene Projekte gemacht, auch im öffentlichen Auftrag. Sie hat unter anderem das Projekt gemacht, von dem gleich die Rede ist, das ist klar, aber fand sehr interessant diese Co-Founding of dieses Künstlerprojekt, Entschuldigung, Englisch-Deutsch, diesen Space Ogbo, ja, auch ein sehr, sehr interessante Installation. Und sie lehrt zurzeit an der Universität der Künste in dem Bereich Art in Kontext, also eine Einrichtung, ein Masterstudiengang, den es schon sehr lange gibt, der sich speziell eigentlich mit den Fragen Kunst im öffentlichen Raum beschäftigt. Also bitte, welcome Serafina Lenz. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Rainer. Ich nehme Sie gleich mit nach Neukölln. Also ich habe da das erste Bild ausgewählt, damit man einfach gleich einen Bezug zu dem Ort hat, wo das Projekt stattgefunden hat, was ich gleich vorstellen werde, und zwar im Auftrag des Bezirksamts Neukölln im Fachbereich für Stadtplanung. Das Projekt Werkstatt für Veränderung fand von 2003 bis 2010 in Neukölln statt. Der Grund, warum ich hier überhaupt über dieses Projekt sprechen kann, ist ein Autobahnausbau. Darüber gibt es ja immer viele Diskussionen, und auch hier war dieser Autobahnausbau lange Zeit geplant. Bis er dann schließlich stattfand, waren mehrere Jahrzehnte vergangen, und mittlerweile führt also ein Teil der Bundesautobahn A100 mitten durch das Stadtgebiet im Neuköllner Norden, also ein Teil davon natürlich nur. Dafür musste ein halber Straßenzug abgerissen werden. Und dann entstand eben diese Baustelle, auf der dann später der Park entstand, auf den Sie jetzt einen kleinen Blick werfen können. Und
Auf dem Autobahndeckel wurde dieser Park angelegt. Man sieht im Hintergrund so ein kleines Gebäude, das ist das Lüftungsgebäude, und dahinter geht dann die Autobahn weiter und unterhalb dieser Fläche fließt die Autobahn entlang. Ich habe einen ganz kleinen Schnipsel aus einem Film mitgebracht, den ich 2007 innerhalb des Projekts gemacht habe, und der beschreibt eigentlich sehr schön den Ort. Es spricht dort Lothar Wittig, ein Anwohner, der den ganzen Prozess meines Projekts vom Balkon aus beobachtet hat, und das ist jetzt der Anfang des Films, der dauert knapp drei Minuten und ist an sich ein schönes Dokument. Die Übersetzer fassen kurz zusammen, was Herr Wittig sagt. Ja, 28 Jahre wohne ich hier. Können Sie sich ja ausrechnen, jetzt haben wir 2008. Na, da drüben war nur Wiesner eine Fleischerei. Da konnte man dann hier quer rübergehen und konnte gut einkaufen. Dann, wenn sie Frischmilch haben wollten, entweder sind sie zum Karnowplatz gegangen, da so eine Tante-Emma-Läden, oder sie sind da runtergegangen, da war der Kuhstall, konnte ich selbst melken. Ja. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Bloß, wie gesagt, ich erinnere mich, wie sie dann nach und nach immer abgerissen haben. Hier in der Wederstraße vorne die Ecke, da war die Armut gewesen, kaum Fenster drin. Ja. Aber nachher wurde nach und nach alles saniert, und wie die Anlage gebaut wurde und alles, die Rasenflächen, da war alles noch sauber gewesen. Ja. Ja, und das wurde immer schlimmer. Die haben das immer mehr vernachlässigt. Ja? Und das war so eine schöne Liege, wie sie gewesen, alles. Die haben die jungen Leute, ob jung, ob alt, die haben alle hier gelegen. Super war das gewesen. Ja? Jetzt sind sie mal, da ist doch kein Rasen mehr. Da ist doch alles überwiegend Unkraut, was da wächst. Ja, aber schön ist das nicht. Wer sich für den Film interessiert, ich habe ein paar Exemplare dabei. Man kann den auch bei mir bestellen. Der dauert 35 Minuten und ist eigentlich ein schönes Dokument des Parks. Okay. Also man ahnt schon, wenn man diese Stimme hört, der Park war nicht besonders beliebt bei den Anwohnern. Also Herr Wittig, der da spricht, ist einer von vielen Stimmen, die eigentlich in eine ähnliche Richtung gingen. Also nach diesen ganzen Umbaumaßnahmen war man doch schon sehr enttäuscht von diesem Fleckchen Erde, was man da bekommen hat. Ein bisschen aufgrund dieses Umstandes hat dann im Bezirksamt ein Prozess stattgefunden. Die haben sich also entschlossen, einen Kunstwettbewerb auszuloben, der, wie das immer in solchen Ausschreibungstexten heißt, die Aufenthaltsqualitäten des Parks und die Identifikation der Anwohner mit demselben entwickeln sollte. Das ist so ein ganz üblicher Wunsch. Ganz ungewöhnlich an dem Verfahren war aber, dass man sich überlegt hatte, und zwar, ich glaube, es hatte damit zu tun, dass auch viele Leute aus dem Kulturbereich in diesem Prozess involviert waren, unter anderem Leonie Baumann, die auch da ist, und Dorothea Kolland, die sich überlegt haben, man könnte doch einmal so ein Experiment machen, dieses Geld nicht auf einen Schlag rauszutun, sondern es über einen Zeitraum von 10 Jahren zu strecken und jedes Jahr sich eine kleine Intervention oder Aktion oder künstlerische Arbeit dort zu wünschen oder ja, zu ihnen zu bestellen. Nachdem ich dann irgendwann 2002
2 den Zuschlag bekommen hatte, gab es zunächst viele Gespräche mit den Auftraggebern. Ich erwähne das auch, weil ich ja hier etwas stehe, auch dafür, wie geht das, Künstler und Verwaltung und so weiter. Also es gab zunächst sehr viele Gespräche, in denen wir uns ziemlich missverstanden haben. Es gab auch Konflikte. Wir haben einfach gesehen, wir müssen unterschiedliche Sprachen lernen. Und jeder hat auch eine ganz andere Perspektive auf diese Fläche und auch auf die Frage, was ist eigentlich Identifikation zum Beispiel. So, jetzt muss ich nochmal kurz vorspringen. Hier sieht man das Büro meiner Auftraggeberin im Jahr 2010 und man kann sehen, das wissen Sie jetzt nicht, weil Sie die Postkarten nicht kennen, aber sie hat dort ihren Arbeitsplatz mit ganz vielen Postkarten aus dem Projekt und Relikten aus dem Projekt dekoriert. Jetzt gehe ich nochmal kurz zurück. So. Also mein Vorschlag der Werkstatt für Veränderung basierte auf der Grundannahme, dass besonders unter diesen gegebenen Bedingungen die Benutzung der Grünfläche bereits eine Gestaltung ist. Das Konzept bestand darin, jedes Jahr einen anderen Aspekt der Nutzung zu thematisieren. Verknüpft war diese Idee jeweils mit einer temporären und deutlich sichtbaren visuellen Verwandlung des Parks. Und es ging halt immer um die Benutzung des Parks, aber es ging nicht unbedingt bei diesen Aktionen um eine vordergründige Nützlichkeit. So. Dazu habe ich einen Rahmen entwickelt, einen visuellen Rahmen, bestehend aus einem Farbkonzept und einem Logo und wiederkehrenden Ritualen, wie zum Beispiel dem Container, den man dort sehen kann, der immer zu Beginn der Projektzeit im Park landete. Außerdem gab es das Ritual der Reinigung, denn in meinen Vorrecherchen hatte ich schon festgestellt, dass die Leute hauptsächlich davon genervt waren, dass die Flächen unglaublich verunreinigt waren, weil sie als Hundetoilette benutzt wurden in erster Linie. Und diese Reinigung sollte das thematisieren, ohne aber gleich so moralisch, wie man das kennt, mit solchen wie kennt man das, wenn Kinder das dann immer irgendwie pinkfarben ansprühen müssen und so. Ja, oder Eis, wie heißt das, bisschen Eis, solche Fähnchen reinstecken und sowas alles, ne, was es so gibt. So, Platz nehmen hieß das erste Projekt 2003. Im Grunde ging es darum, sich die Fläche zu erschließen, denn die Flächen wurden eigentlich kaum benutzt. Nicht nur wegen der Verunreinigung, sondern weil einfach nichts war zum Sitzen. Und jetzt bin ich mal gerade kurz mit meinem Papier. Ah ja, da bin ich ja. Und es war einfach eine Geste, sich auf der Fläche einzurichten, die allerdings zunächst ganz wenig Leute nur benutzen, also wo nur wenig Leute von Gebrauch gemacht haben. Zum einen war es ein sehr kalter Sommer, zum anderen war es aber auch so, dass die Menschen, die dahin kamen, eigentlich mehr mit meinem Team und mir telefonieren. Es ist der wirkliche Raum. Also mit mir sprechen wollten, diskutieren wollten, darüber hauptsächlich, worüber sie unzufrieden waren. Und es ist auch im Übrigen so, dass diese Art der Gespräche das ganze Projekt auch begleitet haben und auch sehr stark in die Arbeit eingeflossen sind. So. Das war eine Aktion der Zürich-Schule, die dort einen Tag der Ruhe veranstaltet hat, sodass einmal alle Liegestühle wenigstens aus dem Container rausgekommen sind. Ja, so fing das an und das hat sich eben, also deswegen ist es auch so schön, wenn man langfristig arbeitet, weil man dann auch mal so ein Projekt so in gewisser Weise, wenn man es jetzt evaluiert hätte, hätte man gesagt, oh, das war wohl nichts und das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen. Und nun war aber schon klar, ich bin ja für mehrere Jahre engagiert, also hatte ich jetzt erstmal noch eine zweite Chance. Also jetzt aus Sicht der Auftraggeber, aus meiner persönlichen Sicht und aus Sicht der Künstlerin war es natürlich eine unglaublich tolle Möglichkeit, den Ort viel besser kennenzulernen und ja auch die Leute, die dort lebten. Da ging es im nächsten Jahr bereits um die Nacht im Park. Ich zeige Ihnen übrigens jetzt im Schnelldurchlauf, damit Sie das kurz mal wissen, was ich überhaupt hier mache, im Schnelldurchlauf die ganzen Projekte. Zu jedem könnte ich genauso gut lange sprechen, es ist ja jedem klar. Aber ich wollte einfach mal die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Ansätze einfach kurz vorbeiflattern lassen. So. Also es ging um die Nacht im Park. Da wurden dann auch Anwohner in die Gestaltung mit einbezogen. Also wir haben da einen Workshop gemacht und dann diese Lampignon-Lounge gestaltet.
Es gibt einmal an diesen, ich glaube, 36 Bänken, die entlang dieser Fläche, also sehr streng angeordnet sind, gab es an jeder Bank eine Wohnzimmerlampe, dass man nachts lesen konnte. Und zum Schluss gab es eine Art Get-Together im Park. Man sollte also dahin kommen und versuchen, eine helle Stelle zu erzeugen, möglichst. Wir haben ja gestern schon relativ viel von Pferden im öffentlichen Raum geredet. Auch dieses ist wieder eins. Und ich hatte bei der Planung des Projekts mir überlegt, dass eigentlich, weil ich eine ganz formale bildhauerische Idee, so ein Pferd mit, den mit der ganzen Unvorhersehbarkeit seiner Bewegungen als Kontrast zu dieser sehr strengen, sehr axialen Parkraumarchitektur. Und außerdem ging es mir darum, jetzt sieht man hier diese raumbildende Maßnahme einer Koppel, wirklich den Anwohnern ein Stück Fläche zu entziehen. Und ich war auch ganz gespannt, ob es da Proteste geben würde. Es waren 2/3 der Fläche, die man nicht betreten konnte, während das Pferd da war. Es gab überhaupt gar keine Proteste, sondern es gab nur im Grunde vollkommene, für mich unerwartete Begeisterung. Auch eine ganz starke Veränderung des, der Nutzerschicht, die plötzlich in diesem Park waren. Es waren nämlich natürlich erstmal Mädchen, kleine Mädchen, die Pferde lieben und die mit ihren zarten Stimmchen da einfach vollkommen die ganze Situation verändert haben. Denn man muss wissen, der Park ist eigentlich schon nicht so ein ganz, also ist schon ein relativ hartes Pflaster. Da gibt es relativ viel Gewalt. Ich habe viele Schlägereien unter Kindern. Das Fahrrad wird durch die Gegend geschmissen, Flaschen landen auf dem Boden. Also dass man einfach jetzt auch nicht zu sehr, dass manchmal, wenn man so Bilder sieht, dann kommt es einem so ein bisschen paradiesisch vor. Hat auch diese Momente gehabt. Also hat sich ein ganz für mich unerwarteter sozialer Raum entwickelt an einer Stelle, wo ich jetzt gar nicht so sehr auf Partizipation in diesem Fall gesetzt hatte, sondern eher auf diesen Solitär. Und dann gab es eben bestimmte Formen, der ist eines meiner Lieblingsbilder, also solche Formen von Identifikation, auch ganz unerwartet. 2006, das war die Zeit des, glaube ich, des zweiten Libanonkriegs. Also es gab relativ viel, also es ist so, dass die globalen Ereignisse durchaus an so einer kleinen Stelle sichtbar, spürbar werden. Es wurde zum Beispiel zum ersten Mal, dass ich es gehört habe, wurde Jude als Schimpfwort benutzt. Also es ist jetzt, war jetzt auch nicht immer alles nett. Ich habe einfach versucht, an dieser Stelle, das war keine tagesaktuelle Entscheidung von mir, also Zarte Pflanzen war schon ganz zu Beginn geplant gewesen, es passte aber an sich ganz gut in die Zeit, einfach dieser Form von Härte und auch Vernachlässigung etwas vollkommen anderes entgegenzusetzen. Wie immer verliere ich irgendwann vollkommen die Orientierung in meinen Papieren. Hier habe ich 1200 kleine Pflänzchen in den Park gesetzt oder setzen lassen, mit meinem Team zusammengearbeitet, die einfach geradezu vollkommen lächerlich einfach hätten kaputt getreten werden können. Die waren wirklich so wenige Zentimeter groß, aber sie wurden nicht kaputt getreten. Und das war im Grunde, also für mich und auch für alle Anwohner, die das kommentierten, schon ziemlich erstaunlich, wie man es hier auch sieht. Und durch die veränderte Umgebung kam dann dazu, dass natürlich ganz andere Begegnungsmöglichkeiten stattfanden, weil es, weil man sich einfach wohlfühlte an diesem Park. Verborgene Talente kümmerte sich ebenfalls mit einer bisschen vernachlässigten Fläche, also nach unrepräsentativen Umfragen, die ich gemacht habe, war das der meistgehasste Ort im ganzen Park. Keiner wusste, was das so richtig sollte. Ich fand, das sieht irgendwie aus wie ein Theater und habe dann gedacht, man könnte damit was machen, damit und auch mit den verborgenen Talenten in der Nachbarschaft, die sich immer während meiner Projekte auch gezeigt haben. Dann haben wir zu Beginn eine Parade gemacht. Ich freue mich auch immer so über die Kamele.
Und damit dann praktisch also die verborgenen Talente versucht einzusammeln in der Gegend. Hier gibt es schon eine kleine Aufführung, das ist Dog Dancing. Wer das mal sehen kann, das sollte man unbedingt hingehen. Das ist grandios anzugucken. Und gerade diese Dinge waren natürlich sehr sinnfällig an einer Stelle, wo Hunde sonst immer eigentlich nur ausgeschimpft und ja, weggejagt werden. Auch als Empowerment für Hundebesitzer vielleicht. Ja, und zum Abschluss, da sieht man das Nummerngirl, die hatte dann insgesamt 18 oder 20 verschiedene Acts dann anzukündigen. Also wir haben da 3 Wochen lang, wurde im Park trainiert, gelernt und so weiter, in diesem sogenannten grünen Klassenzimmer, was man gerade gesehen hat, um es einfach wieder einer Funktion zuzuführen. Filmpark von 2008 statt. Wir hatten da diesen kleinen Schnipsel gesehen zu Anfang. Da ging es einfach darum, dem Park Aufmerksamkeit zu geben, dass die Scheinwerfer drauf zu richten, das Bedürfnis gesehen zu werden, irgendwie zu erfüllen und auch ganz verschiedene Leute zu Wort kommen zu lassen, die vielleicht sonst sich gar nicht äußern. Also wie beispielsweise Herr Wittig, gemeinsam mit diesem Club von Kindern und Jugendlichen, die sehr, sehr stark in Erscheinung getreten sind, immer bei dem Projekt. Ja, das Bedürfnis, da zu sein und auch die Fähigkeit, da zu sein im Übrigen. Und hier sieht man, wie etwas brutal wirkende Betonarchitektur auch zu einem urbanen Spielplatz werden kann. Und hier ging es darum, zu spiegeln, was ich so wahrgenommen habe. Ich habe mit den Jugendlichen geredet und gesagt, ich nehme immer wahr, ihr langweilt euch auf der Mauer, könnt ihr das mal spielen? Und dann haben wir das eigentlich ziemlich toll gemacht. Ja, ich bin jetzt mal ein bisschen schneller, aber ich habe schon gerade hier meine Uhr hingelegt und sehe, ich habe noch 2 Minuten Zeit. Deswegen Eintopf inklusive, schon das vorletzte Projekt. Viel Vertrauen war mittlerweile entstanden. Viele Leute hatten einander kennengelernt. Es war also jetzt Zeit, auch in etwas Neues, ein weiteres Risiko einzugehen und Gemüse anzupflanzen hier. Ich wusste ja mittlerweile, das muss nicht unbedingt geklaut, zerstört werden. Es wurde es auch nicht. Also wir hatten eine ziemlich tolle Ernte von, ich weiß nicht, für den etwas armen Boden doch erstaunlichen 2 Zentnern Gemüse, vielen Kartoffeln. Und das Ganze mündete dann in ein gemeinsames Essen. Im letzten Jahr hieß das Projekt zum Mitschreiben. Da ging es darum, diese ganze Zeit hat das Projekt eigentlich immer mit Arten von Erinnerungen gespielt oder auch mit der Möglichkeit, gemeinsame Erlebnisse zu erzeugen und dann darüber zu sprechen, weil es sich ja nichts wirklich materialisiert, außer im Kopf oder in der Erinnerung, um so eine Art Teppich zu stricken. Und so war zum Mitschreiben ein gemeinsames Resümee, an dem es zum Beispiel in so einem Schreibcafé die Möglichkeit gab, sich zu beteiligen. Es gibt auch ein Buch, ich halte es mal eben hoch. Es ist ein Buch daraus entstanden, in dem auch viele Texte von Anwohnern drin sind. So. Im Salonverlag zu bestellen. Und da gab es dann die Lesung als Schluss. Als Teil der Abschlussfeierlichkeiten. Ganz schnell mache ich jetzt eigentlich so eine Art kleines Fazit, also der Ort, der Park als Ort zum Lernen und Arbeiten, als Bühne und als Festplatz. Einige Vorschläge habe ich gemacht, andere Vorschläge kamen von Anwohnern, also dass der Park eine Bühne ist, war nicht ursprünglich meine Idee. Der Park als Festplatz war etwas, was vollkommen selbstverständlich nach einem Jahr verlangt wurde. Ich wurde gefragt, wann machen wir wieder dieses Fest? Das heißt, es war einfach die Erwartung und es war auch immer sehr schön. Also ich gehe mal schnell, das sind so verschiedene Jahre. Also man konnte lernen, sich zu schminken, man konnte lernen, nein, ich möchte nichts kaufen. Was muss ich machen? Ja, ich habe Nein gesagt. Habe ich nicht Nein gesagt? Also okay. Ich habe nur Nein gesagt. Okay. Man konnte lernen, seinem Hund, im Hintergrund sieht man das, seinem Hund Tricks beizubringen. Es gab eine Blütenwerkstatt. Man konnte auf urtümlichen Instrumenten schreiben lernen, wie da vorne der Schreibmaschine, die ein absolut unbekanntes Gerät war für viele Kinder. Wir haben gepflanzt und geerntet und gelernt, sich auf den Kopf zu drehen, jedenfalls einige. Es gab botanische Führungen, es gab eine Sammlung von Eintöpfen, Topfrezepten aus der Nachbarschaft,
Es wurde zusammen gekocht, eine Versuchsküche. Und der Park als Bühne hier als Vorschlag von mir mit einem, ja, mehr der offizielle Teil. Und das ist dann der informelle Teil, wo die Bühne praktisch von den übernommen wurde. Oder hier, man sieht es fast gar nicht, aber für mich ein eigentlich wichtiges Dokument 2005 zum Abschiedsfest für das Pferd wurde da eine ganz spontane Tanzdarbietung gemacht. Das war auch, was? Ja. Hier sieht man auch nochmal die Abschlussfeierlichkeiten für das Pferd, wo man auch sieht, plötzlich werden diese Liegestühle doch benutzt. Ja, und das ist mein letztes Bild, zu dem ich sagen wollte, mein Schlusssatz. Wenn ich den jetzt mal finden würde, aber ich glaube, ich weiß ihn auswendig. Es ging darum, tatsächlich einen Rahmen für Aktivitäten zu setzen und zu gestalten. Und für mich, meine künstlerische Aufgabe war es, was auch von vielen ja kritisch gesehen wird, deswegen sage ich es jetzt nochmal, meine künstlerische Aufgabe war es, diesen Rahmen zu gestalten. Und diese Aufgabe habe ich auch angenommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Serafina. Ich werde jetzt ein Mittel, was ich mir gestern von Don Barron abgeguckt habe, hier auch anwenden. Da wir ja drei ganz unterschiedliche Präsentationen haben, macht es vielleicht Sinn, 2 Minuten zu nutzen fürs Nachdenken oder Austauschen zwischen den Nachbarn. Dazu fordere ich Sie jetzt auf, das zu tun. Ich fand das sehr wohltuend, denn wir werden jetzt gleich ein ganz anderes Beispiel hören. Ihr könnt ja ruhig schon kommen und euch hier einrichten. Ja. Ja. Wir machen das jetzt. Ich stelle die jetzt kurz vor und dann geht's los. Ja? Ich will bloß testen, ob das Bild dann da ist. Ach so. Das ist der letzte Test. Das Bild. Ah ja, mach das jetzt. Ja, dann gebe ich. Dann ja, los. Ja, genau. Voilà. So, ich habe jetzt die Freude, die nächste. Ja, es funktioniert. Achtung, darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Mensch, super. Na, siehst du, das ist ein gutes Zeichen. Also, es ist doch sehr nützlich, so eine kleine Pause. Ich habe jetzt die Freude, die nächsten Präsentationen anzukündigen. Das Künstlerduo Empfangshalle, zu dieser Namensgebung wird man, glaube ich, gleich auch noch was sehen. Die beiden haben in München auch Bildhauerei studiert und sich, glaube ich, von Anfang an, das wird man auch jetzt von Ihnen kurz illustriert bekommen, auch im sozialen Kontext künstlerisch bewegt. Sie haben in München, gab es ja vor einigen Jahren eine sehr wichtige Serie von Wettbewerben für Kunst im öffentlichen Raum, die ja über Deutschland hinaus Aufmerksamkeit brachte. Aus dieser Serie ist auch dieses Projekt. Hier versuchte die Stadtverwaltung
also auch ganz neue Wege in der Zusammenarbeit mit Künstlern einzugehen. Bewegt sich im öffentlichen Raum eine andere öffentliche Angelegenheit als der Park. Wir wollten ja auch ein bisschen eine Variationsbreite aufblitzen lassen. Ich freue mich, dass ihr nach Berlin gekommen seid. Sie arbeiten zurzeit hier an einem Projekt, was sehr schwierig ist, weil es ein Berliner Projekt in Brandenburg ist. Und man kann sich vorstellen, wenn man deutsche Verhältnisse kennt, die Zustimmung für Baugenehmigungen und wenn man sich mit Bauten beschäftigt, sind dann plötzlich unklar, wer da eigentlich für zuständig ist, der Geld gibt oder der sozusagen die Gesetze an dem Ort verwaltet. Also ich erwähne das einfach nur, weil das auch so typische Elemente sind, mit denen man als Künstler dann auch unter Umständen zu tun hat. Aber das wird jetzt nicht das Projekt sein, sondern das Projekt, woher Kollege, wohin Kollege, ihr seid dran. Ja. Ja, danke, lieber Rainer. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Also wir sind das Künstlerduo im Pfangsaale, mein Kollege Corbinian Böhm, mein Name ist Michael Gruber. Wir arbeiten seit nunmehr so 14, 15 Jahren zusammen, so genau können wir das gar nicht mehr sagen, weil es war ein gleitender Prozess. Also wir haben uns eigentlich gegenseitig immer in unsere Arbeiten reingequatscht und irgendwann wurde das so penetrant, dass wir gesagt haben, jetzt arbeiten wir zusammen. Und ja, vielleicht sagst du kurz was zum Namen Pfangsaale. Noch ganz kurz, wir werden zwei Arbeiten vorstellen. Rainer hat schon gesagt, woher, wohin, Kollege, und noch eine zweite, andere kleine, die unsere... Das Mikro. Da müssen wir ein bisschen den Platz wechseln. Nee, geht schon, oder? Nur dann hört man mich. Welche zum Aufnehmen? Ja. Okay, wo geht das an? Also ich rede mal weiter. Also zwei kleine Arbeiten, die einfach unseren Impetus zeigen, wie wir öffentlichen Raum begreifen oder Kunst im öffentlichen Raum begreifen. Und als erstes eben ganz kurz zu unserem Namen. Mhm. Ist es an? Ja. Okay. Also Empfangshalle. Diesen Namen haben wir gefunden und zwar an diesem Ort. Das ist eine Empfangshalle und zwar werden dort die Batterien von E-Loks entgegengenommen, um wieder aufgeladen zu werden. Und das fanden wir irgendwie einfach spannend. Unser Arbeitsschwerpunkt liegt ja im Arbeiten im öffentlichen Raum, beziehungsweise arbeiten wir zwischen dem privaten und dem öffentlichen Raum, also in diesem Bereich. Und ein Empfangshalle ist ein Raum, in den Leute kommen, in dem sie verweilen, in dem sie auch wieder gehen, aber indem man zusammenkommen kann, um gemeinsam etwas zu entwickeln. Und wir verstehen uns als einen solchen Raum. Diese Situation hier, das ist eben gleich die erste Arbeit, die wir zeigen werden. Da in der S-Bahn, die dort vorbeifährt, das ist unser Publikum, das da ankommt, minütlich. Und vielleicht zeigen wir es einfach kurz im Film und sprechen dann. Der Film dauert gute 2 Minuten. Und man sieht sehr schön, wie wir sozusagen an unser Publikum kommen.
Sie haben gesehen, wir nehmen den öffentlichen Raum als Bühne oder um unsere Skulpturen an den Mann zu bekommen. Also es sind tatsächlich für uns auch Skulpturen. Die Arbeit heißt 3 Sekunden, deshalb, weil der Betrachter ungefähr 3 Sekunden Zeit hat, um etwas zu sehen. Und was er da sieht, ist dann sowas wie ein Kulminationspunkt einer imaginären Geschichte. Und mit dieses Bild brennt sich bei ihm ein und damit fährt er an uns vorbei und nimmt diese Idee eigentlich mehr wie ein Bild, wie eine Skulptur mit. Also wir sind ja auch Bildhauer. Also wir unterteilen den öffentlichen Raum in Strukturen eben, so wie auch bei unserer nächsten Arbeit, die der Rainer schon angekündigt hat. Wohin Kollege ist ein Kunst am Bau Projekt gewesen, muss man sagen, für die Stadt München. Das Abfallwirtschaftsamt und das Baureferat haben dort eben eine Art Carport für Müllautos gebaut. Und unsere Herangehensweise ist eben die gewesen, dass wir Strukturen gesucht haben, was passiert in diesem Bauwerk. Die eine Struktur sind natürlich die Müllautos. Die sind immer sehr auffällig, verstopfen immer die Straße. Man ärgert sich drüber, aber sie sind, wie gesagt, in ihrem Orange und so sehr schön. Es gibt immer eine schöne Performance, wenn die Müllmänner aus dem Auto hüpfen und was machen. Also das eine war das Ausschwärmen der Autos vom Carport in die ganze Stadt, in jeden Winkel hinein. Und das zweite, das wir gefunden haben, sind natürlich die Männer, die dort arbeiten. Und wir haben natürlich uns angefangen, mit ihnen zu unterhalten und haben einfach Sachen gefunden, die sie alle verbindet. Die kommen ja in München zumindest aus, glaube ich, 42 Nationen haben dort gearbeitet gemeinsam und sie selber verstehen sich aber als nicht wie wir es jetzt sagen würden, als Müllmänner, sondern als Trucker, Fahrer. Das ist so ihr Impetus, mit dem sie dort auf der Straße auftreten. Und das Entscheidende aber, unser Ansatzpunkt, den wir dann bald gefunden haben, ist das Heimatgefühl. Also die Männer, nachdem sie aus vielen Herren Länder kamen, war das Heimatgefühl ein Thema, das sie gemeinsam am Mittagstisch oder bei der Brotzeit besprochen haben. Hier sieht man, wie wir uns unterhalten haben mit den Müllmännern, um mit ihnen über ihre Heimat zu sprechen. Und dieses Heimatbild hat sich bei manchen einfach immer mehr verdichtet, und zwar weg von einem allgemeinen Heimatbild, dass man sagt, ja, die Türkei ist meine Heimat zum Beispiel oder die Istanbul oder die Blaue Moschee. Je mehr man sich unterhält, umso privater wird ja ein Heimatbild, also umso spezieller wird die Vorstellung von Heimat. Und das war dann auch unsere Frage an die Müllmänner, also wenn du die Augen schließt und an Heimat denkst, welches Bild entsteht in deinem Kopf? Und das waren dann eben am Ende recht private Ideen über Heimat. Wir haben das versucht weiter zu verdichten. Also jetzt, bis jetzt war es Vorarbeit, jetzt fängt das Kunstwerk langsam an. Steigert sich jetzt dann so bis zum Ende hin. Dann haben wir eben gefragt, also wenn du die Augen schließt, welches Bild kommt dir in den Sinn und welches Foto würdest du davon machen? Und das war eben die erste Frage. Und die zweite war dann, dass wir sie aufgefordert haben, dieses Bild tatsächlich zu machen, dieses Foto zu machen, sie selber. Und zwar unter einer Bedingung, sie mussten mit einem Müllauto, einem Münchner Müllauto, muss man dazu sagen, dorthin fahren. Das hatten wir aber umgebaut zu einem Wohnmobil. Also die ganze Schütte hinten wurde rausgenommen, oben kam ein Fenster rein und man konnte hinten reingehen. Und dort war eine sehr spärliche Wohnmobileinrichtung, ein Bett, ein Spind, ein Tisch. Genau. Etwa 30 Müllmänner haben sich dann auf die Reise gemacht, um ihr ganz persönliches Heimatbild zu machen. Alle haben dazu ihren Urlaub genommen, also wir konnten das nicht irgendwie in dem Sinn finanzieren, sondern die haben das aus reiner Begeisterung gemacht und wollten sozusagen dieses Heimatbild erschaffen. Wir waren aber das Reisebüro, also wir haben die Reisekosten getragen. Dann, das ist eins der ersten Bilder, die zurückkamen. Zurückkamen ist gut gesagt, weil das war gar nicht weit weg, das war nämlich in München.
der Andreas, der hier auf dem Foto ist, ist geboren in Neuperlach, das ist eine Trabantenstadt von München, ist dort aufgewachsen und lebt dort immer noch. Und als wir ihn gefragt haben, also wenn du deine Augen schließt, woran denkst du, hat er gesagt, ja, das ist mein Balkon, mein Neuperlach, da lebe ich, da bleibe ich, da komme ich her, da werde ich nie wieder weggehen. Und deswegen ist er also dorthin gefahren, hat sein Bild gemacht. Und was man auch noch sieht, das war noch eine Bedingung, die wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben, allen Müllmännern. Bei jedem Foto musste das Müllauto mit auf dem Bild sein. Das sieht man also da hinten unten, wie sie es gerade anschleift. Ein weiteres Heimatbild, was für viele Müllmänner, glaube ich, steht. Das ist Giorgio aus Kalabrien. Und der hat das Dilemma, nachdem er die letzten 30 Jahre ja schon in Deutschland gelebt hat, die Kinder sind hier groß geworden, er ist hier heimisch geworden, er es nicht mehr so genau definieren konnte, wo sein Heimatbild jetzt wäre, ob das jetzt in Kalabrien ist, bei der etwas schon sehr zusammengeschrumpften Verwandtschaft, die Freunde sind auch alle irgendwo im Ausland arbeiten, oder in München. Und er hat gesagt, das Gefühl entsteht nur, oder das Herz geht ihm nur dann auf, wenn er über den Brenner fährt. Also wenn er sich das Gefühl hat, er fährt jetzt in seine Heimat und es macht jetzt keinen Unterschied, ob er von Süden nach Norden fährt oder umgekehrt. Deshalb hat er sein Heimatbild hier am Brennerübergang gemacht, um diesen Konflikt irgendwie zu vereinen für sich. Das ist der Zoran aus Serbien. Der war früher sogar ein berühmter Jockey, nicht Jogger, und ist dort auf der Rennbahn in Serbien, wo er seine größten Erfolge eingerannt hat. Hier sieht man nun das gemachte Foto, wie es angebracht wird auf dem Münchner Müllauto. Und zwar auf dem Auto, auf dem der jeweilige Müllmann auch arbeitet. Also wir kommen jetzt in dem Kunstprojekt wieder ein Stückchen näher, eben zurück in der Heimat eben wurden diese Fotos, die Müllmänner gemacht haben, also nicht in der Heimat in München, auf die Müllautos aufgebracht. Hier wiederum sieht man zwei, die in der Türkei waren und dort ihr Bild gemacht haben. Das ist eine unglaublich schlechte Qualität, oder? Schade. Und hier war das Heimatbild die Musik, also zum Tanzen, die hier auch vor dem Auto. Das ist in Trabzon am Schwarzen Meer und da treffen sich einmal im Jahr viele Menschen. Das ist so ein eigener türkischer Volksstamm mit einer ganz bestimmten Musik. Irgendwo in den Bergen und machen da so ein Fest. Und wenn man den Radio andreht und die Kassette reinschiebt und es läuft diese Musik, dann fangen die sofort an zu tanzen, also wie hier zum Beispiel bei der Eröffnung da. Das ist also jetzt ein kleiner Teil der Flotte, die wir bestückt haben, mit Bildern eben. Wie gesagt, 28 Fahrten waren es. So stehen sie in der Schlange, wenn sie also früh morgens die Schranken aufgehen und das Gelände verlassen, um ihre Arbeit in der Stadt zu verrichten. Ja, und so nutzen wir die anfangs erwähnte Struktur. Die Müllautos fahren in die Stadt hinaus. Das Heimatbild wird den Münchnern gezeigt. Und Jetzt ist so der Moment, wo die Kunst wirklich für uns anfängt. Ja. Das ist also das Müllauto in der Stadt. Das fährt langsam durch die Straßen und jetzt wird es konfrontiert mit der Bevölkerung. Und die sehen jetzt zum Beispiel eben dieses Bild, ein Müllauto mit Palmen, ohne irgendwelche Beschriftung, keine Werbung ist dran, und gehen natürlich zu dem Müllauto hin und fragen, sag mal, was ist denn das jetzt? Und dann steht dort der Marc, der ist mit seinem Müllauto, mit seinem Bild unterwegs in der Stadt, jeden Tag beim Arbeiten, und erzählt eben seine kurze, zumeist auch sehr, sehr bewegende Geschichte, was für ihn Heimat bedeutet. Und die wollen wir jetzt kurz erzählen, nochmal die Geschichte von Marc. Zum Schluss nochmal Marc, steht hier vor seinem Heimatbild. Seine große Frage war, wo wir nach seiner Heimat gefragt haben, ob seine Mutter noch lebt. Er war seit 27 Jahren in Deutschland und hatte keinen Kontakt mehr.
weil die Mutter wirklich abseits in Ghana gelebt hat. Und er hat gesagt, okay, er macht aber das Foto, er fährt auf jeden Fall hin. Und entweder sieht man das Grab der Mutter oder man sieht die Mutter auf dem Bild. Glücklicherweise hat seine Mutter noch gelebt. Man sieht sie auf dem Bild auch in weiß. Ja, ziemlich irgendwo in der Mitte. Also das Bild ist relativ überfüllt, weil er hatte 18 Halbgeschwister mehr, als er wusste. Und die mit all ihren Kindern haben sich auch noch dazu gestellt und so ist dieses Bild entstanden. Das ganze Projekt hatte in München ja auch eine relativ hohe Aufmerksamkeit. Und der Marc zum Beispiel, der ist uns auch wirklich auch so nahe gekommen in der ganzen Zeit. Und der hat uns dann danach eben auch erzählt, dass er, während er bei der Arbeit war, sind teilweise die Leute aus den Häusern rausgekommen und sind zu ihm hin und haben gesagt, du bist jetzt einer von uns. Weil sie so beeindruckt waren sozusagen von seiner lebendigen Geschichte. Soweit, so gut. Soweit. Also. Wir sind jetzt ein bisschen schneller gewesen, sozusagen, was dir bestimmt nichts ausmacht. Aber wir wissen es auch, dass meistens eigentlich sehr, sehr viele Fragen zu diesem komplexen Thema oder Kunstwerk eigentlich sind. Also, wenn jetzt noch Fragen sind, oder Unklarheiten besser gesagt. Ja. Also ich kann es vielleicht wiederholen, die erste Frage war, ob die Fotos immer noch da dran sind. Ob die keinen Ärger bekommen, wenn wir vor, dass so eine Tour, wenn man über die Geschichten erzählen muss, ja viel länger dauert, wenn man die Fotos dann nicht mehr hat. Also ob man die nochmal. Also gut, nochmal. Ganz pragmatische Fragen. Einerseits sind die Fotos immer noch an den Müllautos und bekommen die Arbeiter die Müllmänner keinen Ärger sozusagen von der Institution, wenn die Fahrt viel länger dauert. Ich stelle mir vor, wenn man eben so ins Gespräch kommt mit den Menschen auf der Straße, dass das ja durchaus mal 1-2 Stunden in Anspruch nehmen kann. Und eine weitere Frage zu diesem Straßenbahnprojekt. Haben da auch manchmal Leute angerufen bei der S-Bahn? Weil es sind ja unglaubliche Szenen, die man da beobachten konnte, die ja durchaus, also zum Beispiel, ich denke an diese beiden, das Bild mit den Chemikalien oder mit diesen Brillen, wo die diese Fässer ausgeschüttet wurden oder jemand hängt am Haus oder so. Das ist ja auch sowas vielleicht, wo man so Zivilcourage dann produziert. Ja, das waren jetzt die zwei verschiedenen Projekte. Jetzt fangen wir mal vielleicht mit dem 3-Sekunden-Projekt an. Das haben wir vorher vielleicht nicht so erwähnt, aber wir haben das Projekt in dem Bewusstsein angefangen, wir haben es niemandem gesagt, dass wir das machen. Das war Teil des Projektes. Also es ging darum, einfach das Projekt sich entwickeln zu lassen. Und wir haben es, ich meine, es ist in so einem Trailer, es ist relativ verdichtet, aber wir haben das über ein Dreivierteljahr immer dann gemacht, wenn wir gesagt haben, jetzt könnten wir die und die Skulptur machen. Also das ist auch aus dem anderen Arbeitsprozess oft entstanden, was zufällig an dem Tag passiert ist. Und am Anfang ist relativ oft die Polizei gekommen und die haben dann schon gefragt, ob wir irgendwie zwei gesehen haben, die das und das gemacht haben, und ich habe aber bloß immer einen gesehen und irgendwann wurden die dann auch etwas müde, also es gab eine Ermüdungserscheinung bei der Polizei, die kam dann nicht mehr, die Feuerwehr kam noch einmal. Und irgendwann kam die Presse, ja? Dann war es einfach mal im Feuilleton von der SZ. Und dann ist natürlich ein ganz interessanter Umstand entstanden, weil dann hat sich die Qualität, sage ich mal, des Publikums ja auch verändert. Also man hat nicht mehr den zufälligen Zuschauer, sondern auch den wissenden Zuschauer oder vielleicht sogar den kunstbelesenen Zuschauer als Publikum, was natürlich sehr interessant ist, weil wir versuchen immer verschiedene Schichten oder eigentlich am besten eigentlich alle Schichten zu erreichen mit unseren Projekten. Und zu den zweiten Fragen. Die Bilder sind weg. Das war von Anfang an als ein temporäres Projekt geplant. Und also 5 Jahre lang, glaube ich, sind sie durch die Stadt gefahren. Und was ganz schön war, wir hatten eigentlich immer Angst, dass es vielleicht eine Ermüdungserscheinung gibt mit der Kunst. Und wir waren eigentlich diejenigen, die gesagt haben, das muss irgendwann vorbei sein. Es war aber wirklich 5 Jahre lang, blieb spannend.
Und wir haben immer wieder positive Rückmeldungen bekommen, dass man jetzt wieder ein Bild gesehen hat, weil sich die Müllautos doch relativ gut, obwohl es einige sind, in der Stadt verstecken. Und zum anderen, ob die das Projekt ist in der Stadt wahnsinnig gut angekommen. Sprich, die Müllmänner waren natürlich auch Träger unseres des ganzen gesamten Kunstwerkes und das Abfallwirtschaftsamt hat da also nichts unternommen oder nicht mal was gesagt, dass sie da nicht zu lange sprechen dürfen, sondern ganz im Gegenteil. Das war für alle Beteiligten, glaube ich, wie soll ich sagen, eine Möglichkeit der Identifikation und damit für gut geheißen. Also, ja. Ja, vielen Dank. Ja. So, 2 Minuten Gespräch mit den Nachbarn. Wir bauen hier um. So. Die beste Regelung, die ich seit langem erlebt habe. Ja, das ist doch, die Leute haben auch ein Bedürfnis. Das, ich finde das super. Wir können das schon anfangen. Ja. So, 2 Minuten sind um. Hallo. 2 Minuten sind um. Also man merkt, das ist doch eine sehr interessante Anregung, so eine Pause einzurichten. Ich habe aber nun das Vergnügen. Hallo, ich habe jetzt nun das Vergnügen, die dritte Präsentation aufzurufen. Patricia Di Monte. Eigentlich sind es auch 2. Es gehört noch dazu Ignacio Gravalos, aber sie ist alleine hier. Beides Architekten aus Italien, die es aber durch ihr Engagement nach Saragossa verschlagen hat, wo sie seit schon längerer Zeit, wenn ich das richtig sehe, 2008 spätestens, da waren Sie Berater für die Expo 2008 in Saragossa. Sie sind als Architekten sehr erfolgreich mit vielen Preisen. Zuletzt haben Sie ja auch den europäischen Preis verliehen durch die niederländische Architektenvereinigung erhalten. Deswegen findet auch morgen, für alle, die es interessiert, eine Diskussion in der niederländischen Botschaft statt und eine Ausstellungseröffnung im Deutschen Architekturzentrum zu Projekten weltweit, die im Grunde genommen mit so ähnlichen Aufgaben sich qualifiziert haben.
Patricia ist in dem Sinne, wenn Sie so wollen, jetzt nicht ureigenst Künstlerin, aber in dem Projekt, was ich jedenfalls weiß, sind auf alle Fälle, Sie sehen da auch eine gewisse Verwandtschaft zu dem Projekt von Serafina, künstlerische Mittel eingesetzt, denn ohne die hätte das so gar nicht funktionieren können, ist jedenfalls meine Meinung. Ich freue mich auf Patricia. Ja, komm, willkommen. Hi, most of all, thanks to inviting me. We are focusing some interventions within the public space. So it's everything, all the projects are in the city of Zaragoza. I'm going to read a little text just to introduce you to our work. After many surveys focusing on the old town part of Zaragoza, made from 2004, different serious problems in configuration of the public space were detected. Many of them referred to the problem of having an urban decent standard of living. Others were about non-built sites affecting not only the aesthetics of the urban landscape, but also presenting very low health and sanitary conditions. After the process of registering the non-built sites in the old town, it was detected that there were mainly in the districts of San Pablo and Magdalena, where could be found the majority of them, highly depressed areas with a high degree of social conflicts. These abandoned areas that were progressively deteriorating and transferring its conflicts on the public space were studied. This absurd interruption of the urban fabric producing a process of degradation in the streets was infecting in an unmistakable way the public area and therefore the citizens living there. The situation mobilized several associations of residents asking to the municipality government for a solution. So we began with a very huge project just to call the attention of the municipality. We were not only studying the empty sites, but also proposing to reuse many empty buildings. Then we analyzed all the empty sites. We made this plan. And suddenly the municipality realized that there were plenty. No? And it's really a hard situation because of the health care and also because of the drug problems within these areas. So the municipality at the beginning just asked us to draw a nice fence because they thought that putting a fence, there would haven't been problems. So we made a first proposal with a fence, the most expensive fence in the market. Then another one with a fence and behind some trees. And the last one, no fence, some trees and some benches. They liked this proposal very much, so they created a budget within the public budget. And we knew it, so we make a proposal to the councillor of culture of our city to invite some artists and to make some interventions within these empty sites. At the beginning, we just got 5 plots because they are all private. But what we need to know is that designers, artists, and architects had the opportunity to pull down the walls, to open these spaces, so they became public spaces. This was the first time it happened in our city. And, for example, this is now one of the most successful places in the city because a bar is using this garden. So the same neighborhood asked to the municipality to find a solution for these empty sites because of the bad smell, the rubbish, the garbage, and the drug problems. The municipality thought to take 1 million euros to clean these plots. And they said the most important thing was to create many new jobs because of the crisis and clean these plots. They invited me with a competition. I won the competition, but they just wanted me to clean these plots. But within 6 months, they gave me 1 million euros and they wanted me to make a contract to 50 unemployed people. And I said, maybe there are too many. Well, we finally are 41. I have 1 million euros, but I have no idea what to do. But anyway, they said,
we had the opportunity to try, no? To we said we have an opportunity to get inside these private plots, so they let us try to make something. So we elaborated 10 ideas. You have outside this dialogue of 10 ideas. The main opportunity we had was to create within the public, within the urban fabric, in collaboration with all the citizen association, something. Nobody knew at the beginning what we could do. But anyway, the idea was something like this. Houston, we have a poem, not a problem. At the beginning was our idea. We were working on the emptiness. The name of the program is very important because it's already an invitation to citizens. The name is, this is not a plot. So everybody says, okay, if this is not a plot, what is it? So it's an invitation to give an answer to us because we didn't know what it was. The interchange with citizens, since the beginning, we've always been working with schools, neighborhood association, the communication. We had a blog, a Facebook page. Indeterminacy was very important because we only wanted to give to the citizens the opportunity to have a space, just a platform where they could have, could do anything they wanted. And the indeterminacy, because if you have a platform, if you have a space, and you have wishes, you can use this platform in the way you like, in the way you need. Actually, for example, this is a simple basketball field which is just beside my house. And suddenly, one day, we saw in the newspaper that now it's the best place to play hockey in the city. And then the proposal, we will see all of them. The game, since the beginning, so that it was everything crazy, a lot of money, a lot of people. But we didn't have actually the opportunity to get inside the private plots. Only 6 months to spend this money. And so we said, okay, this is so crazy, so useless, that we tried to make a semantic game. Each worker, building worker, was going to wear one shirt with one of the words of the name of the program. So the idea was to introduce within the scenery of the old town a message. We always wanted to communicate with society. In the beginning, actually, all the neighborhood were asking us if we were actors, if we were going to play a movie. But we were saying, we don't know what we are going to do because we didn't really know. All these things I'm saying, I think everything happened maybe in 3 days, no? Because we only had 6 months. Anyway, we have the opportunity to use this money within empty plots. So we decided to start with the public ones. So we didn't have to ask the permitment to the private. We just took one. It was summer. Everybody was on holiday. Somebody just made a gift to us. They gave us some pallets like this. Talking with neighborhood, they said they always wanted to have a garden for the children and the school, which is just beside. And so we said, okay, we suddenly make a garden in just 15 days. And at the end of the vacation, of the holidays, we spent only 6,000 euros for these things. And at the end of the holidays, the mayor of our city called me to say that he was going to make an opening of this space. Because all the city was already talking about this intervention. Everybody knew about it. Everybody knew about Estones and Solar. And so suddenly the mayor and all the councillors came to the opening. So this allowed me to make more intervention similar. So we were always talking with all the schools, all the children association, the all care centers of the area. We were just asking directly, what would you like? What do you think you need in this area? And we were always making with very few money because all the money was to pay the salary of the unemployed people. And, for example, in this case, they asked us to make a vegetable garden. And in 20 days, the only problem we used to have is that at the beginning, there are always very big holes. So, actually, everything we do is very easy and cheap. Just in front of this plot, we made a kind of forest because some people loan us these trees. As you can see, they are not planted because everything is temporary.
is not for forever. It's because of the crisis. An old care center for people just wanted a petanque. This costs less than 2,000 euros and is one of the most useful areas. Working with the kids association, they wanted just a space where they could go in the summer and make this one. They made a lot of activities, but we understood that this is one of the best interventions because actually they only need a space where they can meet, where they can talk. Many people just go there with their chairs, as exactly as Serafina showed us. They come from their own house, they go there with their chairs and they have teas, and this is one of the worst areas in our city. But in 2009, we made a total of 14 interventions using a little bit more than 100,000 euros. And all the spaces were very small, very useful, because they were always, we were always choosing the areas beside the school, beside an association, because we always wanted to give something really useful to the neighborhoods. So we have the historical center full of these easy, small interventions. Finally, it was December. After 5 months, we were really tired because everything has gone very, very quickly and fast. We had the idea to invite some children because we wanted them to be part of the program, just to make them understand that you don't need to do something so silly as taking 1 million euros to create new jobs, but without knowing what for, no? So we just wanted to talk to children to say, pay attention. Anyway, they made some models. They made with some architects some a little workshop. And there was a competition, and we just built the winning project, which is a theater, amphitheater. Then we made some collaboration with some friends. This is a very interesting dance festival, and they always make the dance activities within public spaces along the streets. So we make a collaboration, and they've been using all the plots we filled up. Okay, at the end of 2009, all the citizens were always saying, after the expo of the 2008, there was everybody was really disappointed because the municipality spent a lot of money. Many of these buildings are empty now. So they said, what we really want is this Estonian Solar. Cheap, easy, and useful. So they gave us 2 million euros. But everything was most difficult because we didn't have the direct contact with the association and citizens and neighborhoods. Politicians started to say, okay, but I will talk to my borough, I will talk to my citizens, because they understood it was a good way to gain some votes. Anyway, we didn't care. The areas were very huge because we've been working in areas like this, more than 6,000 square meters. There are no projects, no time to buy materials, because in 2010 we made 32,000 square meters, 14 more projects, in less than 7 months, everything. The idea, what to draw, talking with people, with their neighborhood, and buy materials, and then build. Anyway, everything people ask us, or all their wish, we suddenly draw something by hand many times, and we just build them. This is along the river. During the expo, all the riverfront has been renewed. And this was the only part which was still unused. And the project beside costs something like 250 euros per square meters. Our project, we are using the worst wood and the cheapest, of course, costs like 24 euros per square meters. But anyway, what we want to show is something so direct, easy, quick, as just talk with the neighborhood and ask, what would you like? Okay, an amphitheater, because we like very much to make activities along the river, and we have our own day of the borough, and we need an amphitheater. Okay.
and then these benches. Everything, we have to make everything by hand because it's an employment plan. So the most important thing to me is to keep busy all the hands. It's crazy. You have to, everything, the lighting, the benches. And this is, well, it's not important in this case. This, for example, every time we end a site, now every time politicians come and say, okay, I'm going to do the opening. So we just try to say to citizens, to neighborhood, that really what we only need is a lot of citizen participation, creativity, of course, political wish, because the major still believe in this project. It's everything absolutely illegal because we don't, everything is temporary, so we don't make projects, no license, and most of all, enthusiasm of everybody. Anyway, we've been going on, always talking with the association. We were finding around the area. Here, for example, a kids association said they would have wanted basketball areas, and in less than 1 month, we made this area. Everything is very easy. We have to use a lot of material, but it's just because there are many people working. It's very hard to think how keep busy people. But we are all interested in this. If you really know that people, neighborhoods, need this use, because each one of them ask us a different use. Somebody says, I want a vegetable garden, I want a park, I want a sportive area, a kids' playground. It's actually the real claim, not to have the guarantee that this public space will be useful. I don't have many pictures, because when we finish the project, we suddenly disappear. We are very busy to think about a new one. For example, this was a very small area. This means maybe it's one of the few permanent projects. It will be always a square. And all the neighborhoods were so happy that the first day we ended, invited us and all the building workers to a hot chocolate, because they wanted something very representative for their boroughs. This is very one of the best examples. It was on the edge between the city and the landscape. They asked us a landscape garden. Thanks to this intervention, these are people coming from Bulgaria. They never met anybody in the city. They were really living alone. So we invited through the school where their children are going. We invited them to participate because we knew that they were working. They knew about vegetables, and now they are the most important people of the town. Everybody asks them something very easy. Well, anyway, it's not the architectural aspect what we have to look for. Each project has behind an idea. Here there was a lot of tension between the neighborhoods living on both sides, so suddenly the woods became nervous, and it's a kind of bench now. And this is one of our favorite projects. We've been working with an Alzheimer's healthcare center and a school. So the idea was to make them meet in this area because they have something in common. Children are starting to get memories, and the Alzheimer's the people who has Alzheimer's, they start losing memories. So the idea was to create a place where they could make exercises on the walls. The idea and the memory of this old house and what it used to be, it's just drawing on the facade. The old floor is kept. Here we've been working with the people from the center, and we just use these objects to write some. These are exercises they can make. And actually, it's
temporary, of course. It seems to be many people say this is not a park, this is not beautiful, but we say we don't want to be, we don't want it to be beautiful, we just want it to be useful. These are the exercises they are making. They're, I don't know if you know the documentary from Malagal called Manzana Cucciara, Bicicletta, Bicycle, Spoon, April. It's a very interesting documentary on Alzheimer's sickness. We made a lot of collaboration with many people. We made a film festival within these plots. So suddenly the wish and the dream of the neighborhood were just projected on these walls. This is the dance festival we made with this dancer. And some activities we organize. We always make a collaboration with schools. And this is a graffiti festival, a festival with the school just beside this garden. This is a performance festival. We are always collaborating. We have the opportunity to pay some little money to people. And that's all. I'm sorry for my bad English. Ja, vielen Dank, Patricia. Der hat praktisch die ganze Stadt umgekrempelt. Ich habe jetzt leider das Problem, dass, was ja zu befürchten war, weil wir ja schon zu spät anfangen mussten, dass mit der Zeit wir eigentlich Schluss machen wollen. Ich wollte eigentlich noch gern die Präsentanten einladen zum kleinen Gespräch, aber ich glaube, darauf müssen wir verzichten. Aber Sie haben ja die 4 Personen gesehen. Ich denke, es gibt eine Menge Fragen, die man stellen kann. Das Gleiche gilt ja auch in den anderen Präsentationen. Sprechen Sie einfach in den Pausen an oder fragen auch mich, wenn es da noch irgendwelche anderen Hinweise benötigt. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag und noch einen guten Gedankenaustausch. Vielen Dank nochmal hier.